Prinzessin Stephanie. Schläger. Sporter Siggi hier. Hallo Siggi. Oh, hi Stephanie. Hast du denn schon dein Kostüm? Ich sehe aus wie Sporterkurs. Ja, und was trägst du? Ist eine Überraschung, aber etwas, das ich schon immer tragen wollte. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Ja. Wir sehen uns auf dem Sportplatz. Tschüss. Mach's gut. Bis dann. Auf zur Rettung! Haha! Ja! Reichen Sie mir das bitte, Meinhard? Aber natürlich sofort! Oh, wie nett! Okay, ich bin der König! Ah, hallo Leute! Hi! Hey, Siggi! Trixi, Robin Hood ist bereit für das Spiel! Was hat der Typ mit dem Hut gemacht? Ja! Also, er war genial mit Pfeil und Bogen! Wirklich? Wirklich? Ich zeig euch das mal! Ich teile den Apfel mit meinem Pfeil in zwei Hälften. Ja, bitte. Passt auf. Gleich kommt der Apfel. Oh. Oh. Wow. Hey, fast getroffen. Oh. Hallo, Jungs. Wow. Wow. Tolles Kleid, Stephanie. Danke. Super. Wirklich super. Ihr seht auch toll aus. Ich sehe sehr königlich aus. Wo ist Trixi? Da, sie ist oben auf dem Baum. Trixi! Oh. Was? Oh. Sei vorsichtig! Oh nein. Ich will meinen Pfeil holen. Pass auf, Trixi! Trixi! Jemand hat ein Problem. Oh nein, ich falle. Schläger. Ball. Oh Gottchen. Mein Laken. Stephanie, ich brauche deine Hilfe. Leute, ich falle gleich runter. Helf mir. Was ist hier los? Los, Stephanie! Ich kann nicht mehr! Siggi, hilf mit! Ja! Fuck! Ja! Sporter Siggi, hilft euch! Siggi, komm her! Leute, hilft mir doch! Was? Oh, hier, Siggi! Oh, je. Alles in Ordnung? Oh, Sportakus! Ja, vielen Dank, Sportakus! Gib Acht, wenn du auf Bäume kletterst! Ich weiß, aber ich wollte doch meinen Pfeil holen! Ich verstehe! Oh. Wow! Hier ist er. Danke, Sportakus. Schöne Kostüme. Danke. Was macht ihr gerade? Ja, also Stephanie hatte so eine tolle Idee für ein Spiel. Wir haben uns als jemand verkleidet, der wir gern sein würden. Ich bin du, Sportakus. Schau mal. Stephanie hat wirklich immer fantastische Ideen für Spiele. Womöglich ist nicht er das Problem. Die Unruhestifterin ist sie. Ich wollte immer eine richtige Prinzessin sein. Sie will also eine echte Prinzessin sein. Ich zeig ihr das Leben einer echten Prinzessin mit all den schweren Kleidern, hohen Schuhen und Riesenfrisuren. Die hocken ständig auf ihrem Thron und gehen niemals aus dem Haus. Tricksen, tarnen und täuschen. Zu hippig. Och, zu schiffig. Zu. Oh, perfekt. Wie immer. Sogar besser. Darf ich vorstellen? Der königliche Anstandsberater. Oh. Okay.
Was? Was? Du siehst wahrhaftig wie eine Prinzessin aus, Stefanie. Meinen Sie nicht auch, Frau Senfter? Oh ja. Also das ergibt keinen Sinn. Was? Es ist doch Tag, aber es ist dunkel wie nachts. Ja. Das ist ein Heißluftballon. Es ist nicht nur irgendein Heißluftballon. Es ist ein königlicher Heißluftballon. Königlich? Hallo? Aber wer sind Sie? Ich bin der königliche Prinzessinnen-Anstandsberater. Oh, wow. Was machen Sie denn hier in Lazytown? Nun, ich kam hierher, weil ich hörte, es gäbe eine richtige Prinzessin hier in Lazytown. Das bin ich, nicht wahr? Ich sagte Prinzessin. Dann Prinzessin. Hauptsache, es ist königlich. Halt. Für mich? Ja. Und Sie? Ja? Sie werden königliche Ankleidedame. Oh, ja. Ich wusste, ich bin irgendetwas Königliches. Und Sie? Ja, ich? Werden königlicher Diener. Oh, welch königliche Verantwortung. Oh. Und nun führen wir die Prinzessin zu ihrem Palast dort drüben. Palast? Wir haben einen Palast? Oh, mein Gott. Oh, Lazytown bekommt weltweite Bedeutung. Ja. Du kommst mit mir. Mein Traum wird wahr. Schöne Prinzessin, ihr seid jung und attraktiv. Die Krone schmückt, das Kleid entzückt, euer Volk verneigt sich tief. Ihr müsst nur eure Hoheit mir voll und ganz vertrauen. Winken und nach vorne schauen als Prinzessin von Lazytown. Oh, oh. Ist es wahr, bin ich Prinzessin jetzt und hier? Winken und nach vorne schauen. Oh. Kleider schneidert der Hofschneider. Schmuck, Geschmeide, Samt und Seide ärgert eure Neider. Lächelt, winkt, benehmt euch gut, wie es eine Prinzessin tut. Winken und nach vorne schauen als Prinzessin von Lazytown. Wir verehren Sie, so etwas gab's hier noch nie. Wir verehren Sie, unsere Prinzessin Stefanie. Oh. Siggi. Oh. Ja! Du darfst noch einmal. Er bläst wieder die Trompete. Wahrscheinlich ist es wieder Zeit für das königliche... Winken. Oh, gehen wir besser hin. Es ist Zeit für das königliche Winken. Wir sind jetzt mit dem Winken beschäftigt. Stefanie, kannst du runterkommen und mit uns spielen? Ja. Oh, nein, sag ihm, du bist beschäftigt. Oh, es tut mir leid. Ich kann jetzt nicht. Ich bin zu beschäftigt. Beschäftigt? Winken. Aber das macht keinen Spaß. Was aber? Keine Sorge, Kinder. Ich bin sicher, dass sie später herauskommen wird. Na, hoffentlich. Aber sie hat immer die besten Spielideen. Ja. Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, also ich los, weiß nicht. Dann spielen wir eben weiter Croquet. Wieder. Was? Herr königlicher Anstandsberater, sind Sie sicher, dass es gut für eine Prinzessin ist, nicht mit ihren Freunden zu spielen? Ich meine, sie ist ein sehr aktives Mädchen. Sollten Sie an mir zweifeln? Aber natürlich nicht. Waren Sie jemals auf der königlichen Anstandsberaterschule? Nein. Tragen Sie etwa das königliche Anstandsberatergewand mit glänzenden Plaketten und Schuhen? Nein. Das habe ich mir gedacht. Also gehen Sie hinaus, halten Wache und stehen still. Zu Befehl. Ungemein hart.
spielen. Herr königlicher Berater? Och, was ist? Ich spiele jetzt mit meinen Freunden. Nein! Nein, du bist Prinzessin, du darfst nicht, du verschmutzt nur dein Kleid. Und was ist mit Seilspringen? Nein, kein Seilspringen. Das ist nicht gut für deine eleganten Schuhe. Tja, dann spiele ich lieber hier im Haus. Ich könnte tanzen. Tanzen? Nein, nicht tanzen. Wir könnten vielleicht schwitzen und deine Frisur fällt zusammen. Aber gibt es denn gar nichts, was ich tun kann? Nein, nicht wirklich. Oh, du könntest winken. Das hatten wir heute doch schon. Du musst sehr erschöpft sein, mein Kind. Schlaf ein bisschen. Ich will aber nicht schlafen. Ich bin gar nicht müde. Los, Trixie, du bist dran. Mal sehen. Ich vermisse meine Freunde. Komm schon. Du schaffst das, Trixie. Ach, wieder nicht. Ach. Hi, Stephanie. Oh, hi, Sportacus. Wie geht's dir denn? Alles ist bestens. Was ist denn los? Also, die Prinzessinnenwelt ist wirklich nicht mein Leben. Ich darf überhaupt gar nichts tun. Alles, was ich darf, ist von hier oben winken. Ich darf nicht mit meinen Freunden spielen. Ich darf nicht mal tanzen. Wenn du eine Prinzessin sein willst, solltest du aber deine Art von Prinzessin sein. Bleibe du selbst. Bleibe du selbst? Tja, die Stephanie, die ich kenne, ist sehr fröhlich. Sie liebt Bewegung, isst Powersnacks und spielt gern. Du hast recht. Du findest es heraus. Denke immer daran, du selbst zu bleiben. Und solltest du Probleme bekommen, ich bin niemals zu weit weg. Danke, Sportacus. Gern geschehen. Bis bald. Wiedersehen. Bleibe du selbst. Bleibe du selbst. Ja! Ja! So macht man das. Nein. Halt. Ihr müsst sofort aufhören. Was macht ihr denn da? Oh. Jetzt ist die königliche Nickerchenzeit. Während der königlichen Nickerchenzeit muss jeder absolut ruhig sein. Ja, was ist Nickerchenzeit? Den ganzen Tag. Geht zum Nichtstun. Was tut sie denn da? Sie sollte doch ein Nickerchen machen. Ich vermisse die alte Stephanie. Ich auch. Wir dürfen nicht mal mehr spielen. Ich wünschte, sie wäre bei uns. Sie soll nicht da oben sein. Sie sollte doch schlafen. Das ist ja unglaublich. Dann werde ich jetzt das königliche Winken ankündigen. Was? Es ist Zeit für das königliche Winken! Oh nein, nicht schon wieder! Lasst uns gehen. Das ist so langweilig. Wir kennen das schon. Dreimal am Tag. Oh ja. Verneigt euch vor Prinzessin Stephanie von Lazytown! Ja, oder so ähnlich. Aus dem Weg! Alles muss ich selber machen. Trixie? Oh, Trixie! Ja, was? Stephanie! Psst, fang! Oh. Eine Nachricht da! Ich hab sie! Was steht drauf? Ich brauche eure Hilfe. Ich werde mit der Kutsche um 5:05 im Wald sein. Eure Freundin Stephanie. Das muss ich sofort Sportacus erzählen. Oh, kommt, Leute! Gehen wir! Da bist du ja. Es ist Zeit für deine Schokoladenpudding- und Tortenanstandslektion. Oh, ich liebe meine Schokoladentorte. Was? Ach, wirklich?
Aber ja. Oh. Wäre es nicht wunderbar, wenn alle Bauern in Lazytown sie auch bekämen? Ja, du hast recht. Das wäre es. Ich will ein neues Gesetz einführen, dass in Lazytown eine Riesentorte gebacken werden soll. Die größte, zuckrigste, schokoladigste aller Zeiten. Eine, die den ganzen Marktplatz ausfüllt. Ganz Lazytown wird ein Jahr brauchen, um sie zu essen. Danach werden alle zu satt sein, um sich zu bewegen. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Ich muss ein besserer Lehrer sein, als ich dachte. Und ich möchte allen davon erzählen. Auf dem Marktplatz, genau um 5. Um 5 Uhr? Das ist in... schon in 10 Minuten. Dann sollten wir bald aufbrechen. Oh, hol die Kutsche raus! Dina, wo steckst du, Dina? Spartacus, wir sind hier drüben. Hallo, Kinder. Lies diese Nachricht. Ja. Wir müssen etwas tun, um Stefanie zu retten. Ja. Ich weiß, was wir tun. Oh. Kommt mit! Los! Gehen wir! Oh, Herr Bürgermeister! Was? Hier drüben! Was? Wer war das? Was? Herr Bürgermeister! Oh, Trixie! Hören Sie, Stefanie ist in Schwierigkeiten. Das glaube ich auch. Wir haben aber einen Plan. Wir wollen sie retten, wenn sie im Wald ist. Wenn sie dort sind, könnten sie uns ein Zeichen geben, am besten mit Pfeifen. Oh ja, ihr könnt auf mich zählen. Oh, ich hab Hunger. Psst, Sigi, wir haben eine Mission. Oh ja. Hey, Jungs, schaut mal nach oben. Powersnacks. Ah. Fangt auf. Ah, ich hab sie. Wow. Sie geht hier. Wir sind bereit. Ja. Bewegung! Bewegung! Oh, sie kommen! Macht Platz für Prinzessin Stefanie! Oh, da ist das Signal! Okay, Jungs, macht euch bereit! Sigi, runter! Ja, wir sind soweit! Trixie! Ja, bereit! Hier kommt Prinzessin Stefanie! Das ist ein Stichwort, Sigi! Wo sind Sie? Oh! Meinhard, halt! Was? Ein älterer Mitbürger überquert die Straße! Was war das? Oho. Worauf fangen wir? Was? Ja, oh ja, mein Herr, fahren wir weiter. Hier kommt Prinzessin Stefanie. Wenn du das Skateboard siehst, spring. Verstanden. Wir warten auf dich. Auf Trixie an. Los, Meini, beeil dich. Ich komme ja. Skateboard ist bereit, Trixie. Ich schaff das schon. Ah. Ja. Wow, guter Schuss, Trixie. Vielen Dank. Okay. Danke, Leute. Vielen Dank. Sehr gut. Da ist sie wieder. Das war wirklich super. Du bist zurück. Wow. Und halt! Und jetzt eine ganz besondere Bekanntmachung. Ich stelle vor, Ihre königliche Hoheit, Prinzessin Stefanie von Lazytown. Bitte, königliche Hoheit. Oh, was? Wo ist sie? Sie ist weg. Wo ist sie? Moment. Worüber lacht ihr? Wartet, wo ist sie? Hier bin ich. Was machst du denn da drüben? Du hältst jetzt deine Schokoladentortenansprache und dann geht's zurück in den Palast. Nein. Nein?
Glauben Sie, ich will den ganzen Tag nichts machen, außer Schokoladentorte essen und aus dem Palast winken? Ich will nicht Ihre Art von Prinzessin spielen. Ich will einfach nur ich selbst sein. Hm. Ja, genau. Darum folge ich lieber meinem Herzen und bin die Prinzessin, die ich sein will. Richtig, Leute? Richtig. Da hat sie recht. Na fein, ganz wie du willst. Dann wird Lazy Town niemals königlich. Ah. Oh, mein Gott. Oh, Freddy Faulig! Ach, Gottchen. Ich bin echt froh, dass es vorbei ist. Oh, ja. Ja, und ich bin froh, ganz wieder ich selbst zu sein. Heißt das, du kannst jetzt mit uns spielen, ha? Na klar, Siggi. Ich bin doch nicht mehr Prinzessin. Ich bin Stephanie. Yeah! Ha ha ha!